Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber ich habe ja Don't Starve gerade beendet als Let's Play und habe mir gedacht, hey, das wäre perfekt zum Let's Play auf dem Kanal. Ich liebe SpongeBob und ja, genau. Übrigens, Frankie klingt nach einem super Namen für einen Roboter. Okay, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe richtig Bock auf das Spiel, das Intro war super lang. Es ist immer so für meine Verhältnisse, ob ich es dann lieber skippen soll im Let's Play oder nicht. Ich habe es jetzt drin gelassen, wie man ja sehen konnte. Und ich denke, wir unterhalten uns einfach. Mau. Mau. Ich finde es übrigens wunderschön, dass der Hauptteil jetzt endlich die richtigen Synchronsprecher sind. Das Spiel kam vor 2 Jahren raus und ich habe mir nie was dazu angeguckt von dem Remake. Ich habe die alten, also den normalen Teil gespielt damals, aber nie das Remake. Und das habe ich mir vorgestern erst gekauft, weil es im Sale war und ich habe so Bock drauf. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder... Ja, okay, wir wissen es. Okay. Wenn ich also nochmal mit dir rede. Okay, wir kennen die Steuerung. Ich denke. Wenn nicht, dann... Naja. dann nicht. So.
Und erstmal muss ich sagen, ich liebe den Stil. Ich liebe den Stil wirklich. Ich finde, es sieht super cute aus. So, genau. Das hier in dem Spiel ist natürlich goldene Pfannwender zu sammeln. Und natürlich die Teile, aber von den Teilen können wir uns dann letztendlich am Ende auch nur goldene Pfannwender bei Mr. Krabs kaufen. Und genau. Oh, Kelpo. Hättet ihr jetzt auch gerne Kelpo? Ich schon. So. Alles klar. Ich denke, in dem Raum haben wir alles abgesucht. Oh, die Wringe, wo sich SpongeBob drin festgesteckt hat. Das Schlimme ist, ihr müsst wissen, ihr werdet das jetzt bei einem Ultra, zumindest bei den alten Folgen, SpongeBob-Enthusiast angucken, sag ich mal. So, da oben ist noch einer. So. Alles klar. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Wo war... Achso, ja, wir können ja in die Räume jetzt rein. Wie viel haben wir jetzt gesammelt? 58, dann gehe ich erst in den großen Raum. Mach das jetzt ganz schlau. Wo kommen wir jetzt überhaupt in den anderen? Habe ich mich jetzt selber ein bisschen... Shit, ich habe mich gerade selber ein bisschen... Oh, naja gut, was soll's. Ich glaube, in dem anderen Raum wäre nämlich noch mehr von den Blumen drin gewesen, aber okay. Komme ich hier auch mal wieder raus? Hallo? Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus, ich bin einfach stuck. Das fängt ja schon mal gut an. Ach ja, jetzt. Gut. Ja, das können wir anscheinend dann nicht mehr öffnen, ne? Schade. Okay, naja. Dann ist das wohl so. So. Verlassen wir das Haus und betrachten das erste Mal Bikini Bottom und ich bin hyped. Ich bin hyped, Thaddeus zu sehen. Es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Ach ja. Ab, SpongeBob, du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Das ist richtig. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbieten? Nicht die Gabeln. Nicht die Gabeln. That's what I'm saying. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender. Das klingt nach einem guten deinen Deal. Träumen. Abgemacht. Nicht mehr jetzt. Nachdem er das gesagt hat mit deinen Träumen, da war der Deal für mich dann wieder geplatzt. Übrigens, ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit dem Monologen, weil es ist, denke ich, sehr viel im Spiel, was geredet wird. Aber ich denke, ich werde sie halt einfach durchlaufen lassen. Oh, sieht so schön aus. Ich habe wirklich das letzte Mal, als ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich es selber gespielt auf der Wii. Und ich sag mal so, auch so sehr ich die Wii liebe, die Grafik war echt nicht die beste. Und es war schon... Oh, Kumpelblase steht ja da. Die gute alte Kumpelblase. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasen... Gar nicht raufgedrückt. ...wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Oh nein, wie Patrick denn schon erwartungsvoll steht. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Ich probier's. Kumpelblase, ich mach dich stolz. Das sieht ein bisschen sass aus, aber ja. Okay. Hey, das war super. Ich muss echt sagen, so ein Spiel habe ich mal wieder vermisst. Es ist echt so cute. Ich liebe wirklich den Stil. Wir haben so oft bunte Games auf dem Kanal. Das ist voll krass. Also irgendwie... Crow 4 ist jetzt das Einzige, was grau ist. Ah, schade, dass wir die Bombe hier nicht... Ist das eine Anspielung auf den Typen, der eine Bombe im Auge hatte bei Mr. Krabs Treffen? Wer weiß. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das Nein. bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Das klingt schrecklich. Keine Burgerbraterei mehr.
Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Also, ich sag mal so, Mr. Krabs bezahlt uns sonst nie was, also sehe ich das jetzt schon mal als huge Upgrade. Komm, warte. Oh. Ich darf nur einmal. Okay. Oh, diese Zeitlevel. Oh, 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 warte mal. Wo kommt er da noch gar nicht hoch, oder? Komme ich da hoch? Ich glaube, darum kümmern wir uns noch nicht, oder? Sollte ich mich darum schon kümmern? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir reden erstmal mit Patrick. Hey, Patrick. Schicke Socke. Welche Socke? Welche Socke? That's what I'm saying. Die, auf der du stehst. Ach, die. Die habe ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die habe ich noch Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Was? Sollen wir damit anfangen? Einen Pfannenwender. Gesundheit. Okay. Noch ein Pfund für Patrick. Die guten alten Patrick-Socken. Ach ja. Warte, kann ich nicht so einen Dodge nach unten machen? Kann ich das nicht? Warte mal. Ich will die nämlich unbedingt mit so einem Dodge zerstören. Ja, perfekt. Oh, und somit bekommen wir das Teil. Oh, das ist interessant. Okay. Warte, wie habe ich das jetzt gemacht? So. Das ist satisfying. Ich habe erst, statt Kombi habe ich erst Hombi gelesen. Übrigens, gerade dadurch, dass die Monologe wahrscheinlich in der ersten Folge ein bisschen länger sein werden, würde die Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Und die restlichen Folgen dann wieder so wie standardmäßig halt, ne? So wie ich es immer mache. So. Also, so durchschnittlich 18 bis 30 Minuten, keine Ahnung. Ich hab einen komischen Durchschnitt. So. Jetzt gehen wir da hoch. Thaddäus, dein Haus wird jetzt leiden. So wie in dieser einen Folge mit dem Laubgebläse. Ey, komm, komm, komm. Boah, da kommen wir jetzt so. Wir müssen das gut timen. Es wird, glaube ich, schon nichts mehr. Vor allem jetzt nicht mehr. Oh, wir können uns dran festhalten. Let's go. Doch noch geschafft. Und sogar ziemlich easy. Ich würde mich als Pro bezeichnen an der Stelle. Oh ja. Oh. Oh. Okay, kann ich. Damit kann ich nichts mehr machen. Okay. Na gut. Alles klar. Was höre ich denn hier die ganze... Ach, das Teil macht diese Geräusche. Ich wollte gerade sagen. Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, Patrick, zieh die Hose wieder hoch. Okay. So, wir sammeln noch ein paar Punkte. Warte mal, wo kriegen wir denn jetzt... wo sehe ich denn, wie viele ich habe? Von den Funwendern. Habe ich irgendwie eine Taste für? Hier habe ich die Karte auf jeden Fall. Anscheinend nicht. Okay. Dann nicht. Ist auch okay. Kann ich auch machen. Sollte ich hier hoch? Ich glaube nicht. Okay. Len, hör auf, das Spiel schon wieder kaputt zu machen direkt. Immer wenn ich irgendein Spiel anfasse, kommt direkt irgendwo ein Bug. So. Wo sehen wir denn? Du brauchst mehr goldene Pfannenwender. Okay, ich würde aber gerne sehen, wie viele ich habe. Also da sehen wir auf jeden Fall die Punkte. 130 ist ja schon mal okay viel, ne? Okay, 10 haben wir auch nicht. Mal sehen, ich werde es schon herausfinden. Komm bei Thaddäus rein. Oh. Ich möchte bei Thaddäus rein. Ich will gucken, was er gerade so macht, ob er seine Schokoladennüsse isst. Ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad? Und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden? Ich meine, wir können Patrick noch einladen. So leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte das Bild. Gesagt, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh. Ich hab's jetzt aus Versehen geskippt. Aber was war das für eine Lache? Ach stimmt, der hatte ja auch einen neuen. Hat er nicht auch einen neuen Synchronsprecher gehabt an einem gewissen Punkt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ich habe hauptsächlich immer nur die alten Folgen geguckt. Die neuen sind nicht so meins.
Auch wenn es eine Folge gibt, wo Zach Hayden mit dran geschrieben hat, den ihr wahrscheinlich nicht mal kennt, aber. Du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Mann, Thaddeus will nur seine Ruhe, verstehst du? Aber ich verstehe noch. Okay, 3 haben wir jetzt. Oh, das wäre ein Bild, was ich mir auch selber hinhängen würde. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich habe nämlich diese Lache eher erwartet. Thaddeus, deine Kunst ist doch nicht so gut. Hier ist safe was. Oh mein Gott, das ist ein cooles Feature. Kann ich das mit allen Sachen machen? Ah, okay, die haben... Oder? Komm, irgendwo muss das noch gehen. Schade. Hätte ich gefeiert, wenn das so mit jedem Gemälde was gewesen wäre. Oh, eine Socke. Let's go. Eine schöne Socke, die wir da gefunden haben. Thaddeus, was wolltest du mit Patricks Socke? Fragwürdig, fragwürdig. Ach stimmt, wir können jetzt noch in das Zimmer, wo SpongeBob 10, also wo man 10 gebraucht hat bei SpongeBob. Da gehen wir mal rein. Oh, die Musik ist so Nostalgie. Es ist einfach so Nostalgie. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es damals immer gespielt. Also die, nicht das Remake, sondern das normale halt. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Warte. Boing, boing. Da ist aber nichts. Oh mein Gott, der cool Bob. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach so, warte, hatten wir Leben verloren? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, durch eine Bombe am Anfang, ne? Das klingt so brutal für ein SpongeBob-Game, aber ist ja so. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte. Yo! Das will ich, glaube ich, nicht kaputt. Ach so, das geht aber so. Okay. Warte. Uah. Nicht nur Comic-Hefte. Oh, ich weiß noch, in der Folge, wo Patrick in der Bibliothek gesessen hat und SpongeBob mit so einem riesen Teleskop begutachtet hat und bei der Fahrprüfung geholfen hat. Das war super. Liebe die Folge. So. Geht's wieder auf Zeit, oder? Hopp. Ach nee, hier wahrscheinlich erst, ne? Ich drücke immer den falschen Knopf. Da bewahre ich meine ganzen alten Comics. Ja, wir wissen, SpongeBob. Wir haben es verstanden, okay? Wir haben es verstanden, Bob. Der Bobby-Bob-Kuss. Irgendwie kommt ja demnächst auch ein neues SpongeBob-Game auf. Das hatte ich ja auf der Gamescom gesehen. Das wollte ich da ja eigentlich anspielen, aber da standen so unfassbar viele Leute vor. Das ist insane gewesen. War wahrscheinlich der meistbesuchteste Stand, was auch verständlich ist. Aber ey, komm. Da, ich wollte mich erst anstellen, aber da habe ich gedacht, nee, ich hab auch noch ein Leben. Sorry. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte. Ja, SpongeBob ist gut. Wir wissen es jetzt. Da bewahre ich meine ganzen alten Alter! Comic-Hefte auf. SpongeBob. SpongeBob geht mir langsam auf die Nerven. Ich werde zum Thaddeus. Nein. Ich könnte nie genug von dem Bob bekommen. Wo soll ich denn... Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Hier rüber? Nee, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Guck ich nochmal hier... Gegen? Wie bitte? Was? Hallo? Nee, hä? Okay, ich muss den Ball da nochmal hinrollen. Das müssen wir nochmal versuchen. Ja, komm. Und hopp. Hier, hopp, nein. SpongeBob! Reiß dich zusammen, SpongeBob. So. Ich guess den Ball hier rüberrollen. Let's go. Oh, nein. Komm. Ich spiele so selten Sachen mit Controller, ne? Das ist immer wieder Umgewöhnungs. Okay, wir machen es nochmal. Komm, wir machen es nochmal. Ja, SpongeBob ist gut. Deine alten Comic-Hefte. Ich kann mich nicht an einem Comic-Heft-Dings erinnern in irgendeiner Folge, an eine Sammlung. Sorry, SpongeBob. Aber das muss Mandela sein. Ja, ich drück doch! Alter. Junge, wie oft will ich das noch sagen? So eine Socke. Ja, Patrick sollte wirklich mal wieder waschen, bestimmt. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Gut. Dann denke ich, haben wir alles in diesem Raum, was man sich holen kann. Und genau. Hey Gary. Ich muss die Sounds machen jetzt. Ich bin der offizielle Synchronsprecher von Gary. Gary Garrison. Der so bekannte Isländer Gary. So. Wir haben noch Patricks Haus. Ich denke, wir haben jetzt 4, oder?
Haben wir 4 von denen? I guess. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wir können ja, glaube ich, auch schon im Taxi, mit dem Taxi fahren. Wir gehen noch in Patricks Haus gucken, wenn das überhaupt gehen sollte. Und dann fahren wir mal mit dem Taxi los. Obwohl, in die Richtung geht's auch noch, ne? Obwohl, nee, hier ist abgesperrt. Hä? Soll das so? okay. Ja, ich... Okay. Keine gute Idee. Sonst werde ich wieder als Schwamm genutzt zum Schrubben. So, gehen wir hier rein. Genau, man kann rein. Perfekt. Das Haus, was immer mega klein gewirkt hat, oder nicht mal wie ein Haus. Oh, sie haben es realistisch groß gemacht diesmal. Okay. Weil ich weiß noch, mit der Frühstückfolge nicht, sondern... Oh, wie hießen die nochmal? Morgenroutine. Da war das so unfassbar riesig dargestellt, die ganze Sache. So. Hier sind ein paar Partikel in deinem Haus, Patrick. Ich würde aufpassen. Ich würde nicht zu viel einatmen davon. Wäre ich nie so ein Fan von. So. Hast du meine Socken schon gefunden? Noch nicht, Patrick. Ich habe noch nicht alle gefunden. Sorry, Patrick. Kann man hier nicht irgendwie unendlich Geld machen? Warte mal. Ich gebe mir immer wieder welche. Ich kann ja einfach aus dem Haus rein und rausgehen. Na, machen wir aber nicht. Das Bug Abuse. Oh. Warte mal. Komme ich damit irgendwo hin? Also. Bitte. Ich denke, hier runterjumpen. Ah, okay, so kommen wir an die Teile ran. Vielleicht kriegen wir irgendwas, wenn die beide kaputt sind. Nein! Ich sehe schon, mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen klarkommen, aber die ist an sich echt smooth. Also die gefällt mir echt. Oh, ein bisschen weiter springt dieses Mal. Und dann fahren wir mal mit dem Taxi. Und nichts für bekommen. Na, super. So. Mal gucken, wo es uns hin vertreibt. Ich weiß es nämlich echt nicht. Ich kenne keine Taxifolge bei SpongeBob. Doch, ich kenne tatsächlich... Oder kenne ich eine? Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Junge, for real, ne? Eines meiner absoluten Lieblingssongs im Spiel. Tattel. Tattel, pass auf dein Po auf. Oh, schon vorbei das Song. Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine, größer als üblich, denn sie ist doch sonst schon ziemlich... Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Ja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen. Und Göffelberg. Ich liebe das Wort Göffel. Des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Oh, ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Okay. Mach das. Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Er ist so ein Held. Wir lieben SpongeBob alle. Er ist ein super, super krasser Held. Meerjungfraumann und Blaubarschbube könnten sich mal eine Scheibe von ihm abschneiden. Und die Leute, die bis heute denken, dass SpongeBob ein Stück Käse ist, die können es wirklich machen. So, die Musik, die im Hintergrund läuft, ne? Wirklich, pure Liebe. Ich liebe diesen Song so sehr. Oh, 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 oh! Jungs! Nennt mich auch Schwamminator. Schwamminator. Okay, die Quallenfische, die... Hallo? Ja, jetzt möchte ich dir doch angreifen. Dankeschön. Hat die sich einfach aufgelöst? Nicht mal eine Belohnung für bekommen. Aber man sollte ja auch keine Quallen töten, okay? Roboter sind okay zu töten. Aber Quallen nicht. Thaddäus sieht echt nicht so gut gelaunt aus. Weißt du, da ist der schon so in so einer bunten Welt. Da ist er nicht mal gut gelaunt, der Boy. Finde ich frech von ihm, wirklich. Mal, können wir noch höher.
perfekt. Oh. Oh, ach, das ist mal so ein Dings, ne? So ein Teleporter. Die gute alte Box. Warte mal, hä? Achso, so ging das. Ich muss mit der Steuerung noch klarkommen, aber das wird schon. Kann ich hier irgendwas machen? Warum kommen da Blubberblasen raus? So. Ui, das war ein Sprung. Jetzt machen wir die Boxen kaputt. Sie haben sich verdient, Bestandteil zu sein von SpongeBob. Die guten Tiki-Boxen. Willkommen in Thaddeus Tiki-Land, sage ich dazu nur. So. Oh, ich sehe mich jetzt schon, wie ich richtig viele SpongeBob-Reference mache, die ganze Zeit, ne? Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe gerade sogar eine SpongeBob-Unterwäsche. Ich habe gerade eine SpongeBob-Unterwäsche. Unterwäsche habe ich auch an von ihm, aber Bettwäsche habe ich, tatsächlich auch von SpongeBob. Aber Unterwäsche stimmt auch. So. Alles klar. Wir können uns bestimmt noch was holen, wenn wir es nicht zerstören sofort. Never mind, ich lasse es dann so. Okay. Ich kann doch bestimmt auf den Baum springen. Jetzt rüber. Ist da noch was? Ne, da ist nicht mal was. Na gut, dann nicht. Aber die können wir uns öffnen, oder? Die Muschel? Okay. Ein ganz normaler Tag in Bikini Bottom. Dass irgendwelche Flugzeuge einfach irgendwelche Brücken droppen. Wer kann's nicht? Ja, klar. Die Folge. Hey, die Folge kenne ich noch, wo sie ein Flugzeug bestellt haben, um eine Brücke zu reparieren. Imagine. Ah, da würde ich aber, glaube ich, lieber raufspringen, oder? Na wohl, wir brauchen eh noch keine Unterwäsche. So. Jackpot. Alter, schon 500 bald. Noch eine Socke von Patrick, das gefällt mir auch. Uff. Von wo springe ich da am besten runter, ist die Sache. Eigentlich wäre ich hier schon ganz gut, aber da verlieren wir, glaube ich, ein Leben für, ne? Wir machen es trotzdem. SpongeBob, nein! Ja. Okay. Das machen wir. Den holen wir uns gleich. Guck, hier können wir uns direkt mal schon mal eine Unterwäsche holen. Ich sagte, hier können wir uns schon... Kann ich. Nee, da kommen wir nicht ran. Weggekombot. Vor allem, was für Kombos, die sind eh One-Hit. Oh, ich muss unbedingt noch einschätzen können, wie man das so trifft. So, von hier können wir den auf jeden Fall besser bekommen, habe ich das Gefühl. Also ich kann es hier besser abschätzen, wo wir ungefähr landen müssen. Wow! So ein Arsch. Junge. So. Und du kannst auch noch eine bekommen. Habe ich nämlich auch angegriffen, oder wollte es zumindest tun. Finde ich frech. So. Okay, ich wollte gerade sagen, bekomme ich den noch oder nicht? Aber habe ich. Den habe ich noch bekommen. Und Checkpoint. Voll vergessen, dass es die auch noch gab in dem Spiel. Ab ins Wasser mit dir. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Was, eine Frühlingsbrise? Ich habe erst gedacht, er sagt wie eine Frühlingsrolle. Ich meine, wenn du sie frisch kaufst, ja klar, aber... Das wäre für mich jetzt ein bisschen weird gewesen, aber gut, so eine... einfach gejumpscared worden von der Qualle. Aber ich benutze ja auch manchmal so weirde Sachen. Keine Ahnung, das könnte wirklich ein Spruch sein, der von mir kommt, frisch wie eine Frühlingsrolle. So. Alles klar. Dann hier hoch. Oh Gott. Hätte ich die zerstören sollen? War da irgendwas Cooles drüber? Nee. Alter. Das ist so satisfying, so viele Items auf einmal einzusammeln dadurch, ne? Also wirklich, es ist krass satisfying. Kommen wir mit dem Sprung darüber? Ich würde es ja ungern riskieren, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass wir das machen sollten.
Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bin echt gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Also ich kenne das Spiel ja, sage ich mal, vom Aufbau her, sage ich mal ganz okay, warte, den kicken wir noch. Tschüss. Genau, ich kenne das Spiel vom Aufbau noch, aber es ist wirklich ein paar Jahre her, deswegen den Hauptteil kenne ich nicht mehr wirklich. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Projekt haltet. Ich finde es bisher echt cool. Und ich sag nur so, lasst eine Bewertung da ab, noch einen wunderschönen schwammigen Tag und wir sehen uns dann. Bye, bye!